Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Silber. Ich hab mir das Geld erspielt und ich habe mir die TM14 Blizzard geholt. Die rüsten wir uns, geben wir jetzt unser gemeinsamen Pokémon. Blizzard, Gegner mit eventuell eingefroren. Aber nur eventuell. Die aktivieren wir und geben das unserem Pokémon Impagator. Weil wir haben nichts gegen den Wasser, gegen den Drachentyp. Und das ist die einzige Attacke, die wirklich auch was kann, ne? Ja. Jetzt soll eine Attacke vergessen werden. Impagator mutiert hier zum VM-Typen. Wahrscheinlich später. Weil Kaskade und Whirlpool. Es tut mir echt wirklich leid um Impagator, weil er ist halt quasi das Wasser-VM, Wasser-VM-Sklave, aber das wissen wir mal. Machen wir bis weg. 1, 2 und schwupp. Impagator bis vergessen. Und Impagator lernt Blizzard. Ja. Und mit Blizzard können wir uns nun endlich der Arena in Ebenholz City stellen. Ich werde mir einmal noch kurz hier die Pokémon heilen. Ich wollte eigentlich offscreen trainieren. Ah, verdammt, ich bei den ganzen Spielerei habe ich es komplett vergessen, nachzugucken, ob wir Rebella schon entwickeln sollen. Ich möchte nicht die Fehler machen wie im letzten Jahr im Let's Play Pokémon blau. Da haben wir nämlich einen Vulpix gefangen. Ich habe es halt mit Feuerstein einfach entwickelt. Und dann hat das einfach keine Feuerattacke mehr gelernt. Wohl nun hat es keine Feuerattacke gelernt. Das habe ich auch noch nie gedacht. Das habe ich nie gedacht, dass das irgendwie ist, ne? Und das ist halt, ja, ich musste erst Vulpix so lange trainieren, bis es eine Feuerattacke kann. Und dann habe ich es zum Vulnona entwickeln lassen. So, machen wir die Arena heute? Wir machen die Arena heute. Guten Tag. Yo, Champion Spee. Es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Zähl auf mich. Zähl auf was? Zähl auf mich? Sandra setzt die mythischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind sie nicht zu besiegen. Aber angeblich sind sie anfällig gegen Eisattacken. Ja gut, dass hier eine Eishöhle in der Nähe ist, ne? Aber ich wollte diese Edition kein Eis-Pokémon fangen. Botogel war eine Auswahl. Botogel ist ja Eisflug, ne? Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeig dir, wie stark sie sind. Wie viel AP hat Blizzard? Das ist jetzt eine gute Sache. Ich teste es jetzt zum ersten Mal aus. Paul. Ein Dratini. Ja, guck mal, die Levelkurve steigt auf jeden Fall an hier. 5. Das ist halt wirklich sehr, 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 sehr wenig. Testen wir mal aus. Ist kein Step-Move, ne? Muss man halt auch ehrlich zugeben. Impagator ist kein Eis-Pokémon. Das heißt, es kriegt dann, ne? Aber durch die Stärke von Impagator macht das wahrscheinlich schon alles weg. Ich versuche jetzt mal nochmal einen anderen Trick. Mit dem Pokémon wechseln, ja. Und zwar will ich wissen, ob Stein gegen den Drache oder Kampf gegen Drache in irgendeiner Form stark ist, weil der Drache-Typ ist halt in der ersten Generation halt ziemlich OP. Und eigentlich fast gegen fast alle, die Hälfte der Typen eigentlich nur stark, ne? Machen wir mal Steinhagel. Also Drache ist gegen Drache stark. Was absolut beknackt ist, ne? Nee. Dann Fußkick. Ja, Drachenwut macht immer nur 40 Schaden, ne? Gut. Und noch ein Dratini. Ja, ich will das Pokémon wechseln. Ampharos. Drache ist auch stark gegen Elektro, oder? Also Drache ist eigentlich stark gegen alles. Das ist halt das Problem. Deswegen ist die Arena hier auch so... Ja. Schon heftig, ne? Ach, come on, wirklich? Donnerwelle? Ja, nach dem Kampf werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich irgendwie Blizzard die AP erhöhen kann. Ich habe bestimmt Top-AP oder irgendwie sowas, wie es auch mal hieß. Also Donner gegen Drache gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und da Blizzard nur 5-mal eingesetzt werden kann, ist das schon, wie Paul hier sagt, wirklich enttäuschend.
Du hast Siegfried, den Drachenmeister, getroffen. Das kann nicht wahr sein. Haben wir denn irgendwas im Beutel? AP Plus haben wir zweimal. Blizzard. Blizzard, bitte. Das ist Top-Ether, Top-Genesung, Hypertrank. Ja, wie viel kann man, wie oft kann man es jetzt einsetzen? Das ist die Sache. Status. 7 Mal. Da bekommen wir halt nicht. Ich gehe mal kurz mal zum PC und gucken mal nach, ob ich da auch irgendwas Ähnliches habe. Wegen der AP-Auffüllung. Weil AP auf. Die AP bei Blizzard, bei Drachen ist halt sehr wichtig, ne? Ja, dann zeig mal her. So. Einmal aufgefrischt. Und dann gucke ich mal im PC, ob da irgendwas ist, was uns vielleicht hilft. Mutti kauft ja auch mal fleißig Items für uns, ne? Die liegt es ja auch rein. Ja. Ich weiß noch nicht, was? Vielleicht der Mondstein, ne? Da bin ich mir sicher, dass ich keinen gefunden habe. Kingstein, Eisheilung, Plus, Protein. Nö. Naja. Gut, dann müssen wir halt so durch. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Trainer hier in der Arena sind, aber vor der Arena-Leiterin werden wir definitiv einmal nochmal zum Pokémon-Center müssen. Denn mit voller AP gehe ich lieber in den Kampf als ohne, ne? Gut. Das wird eine lustige Arena, wie es scheint. Wir werden alle Trainer machen, auf jeden. Klar, auf jeden, ne? Ist ja klar. Sandra unterzieht uns ein ausgewogenes Training. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Nicht? Na gut. Alma. Seemon. Ja, das ist ja nicht nur Drache, ist auch Drachenwasser, ne? Oder nur Wasser. Weil da könnte ich es ja auch einfach lassen mit Eis, sondern einfach gleich mit Apfelrost da rein. Weil die haben ja auch, genau, die haben ja auch die ganzen Seepers und so. Seemons. Und Citra King, die sind ja auch zum Teil Wasser, ne? Das Problem ist halt nur. Meine Güte, du senkst mir die Genauigkeit jetzt komplett zweimal schon. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie viel. Doch, Wasser zählt oder so. Okay. Dann habe ich doch mit Ampharos hier eine gutes Pokémon hier, zumindest zur Zeit, aber später, wenn wir halt gegen Siegfried kämpfen müssen, dann ist eine Eisattacke halt schon ein bisschen Pflicht, ne? Ah, das ist verabscheuungswürdig. Ja, wieso das denn? Wow! Ich muss meinen Trainingsplan nochmal denken. Den tue ich halt im Ampharos nach vorne, weil wenn die alle mit Seepa und so auftauchen, dann will ich Blizzard nicht verschwenden. Dann müssen wir eventuell nicht nochmal zum Pokémon Center raus. Ja. Ein Felsen an die Wand zu schieben ist nie eine gute Idee. Weil ihr kriegt ihn nicht mehr weg. So. Wir müssen uns da auf den Weg bahnen. Das ist eigentlich voll cool, ne, für eine Arena. Ich mochte es, wenn die Arena so ein bisschen Rätsel mit drin haben. Der Felsen fiel hindurch. Das haben wir. Ja, bei Pokémon Schwert und Schild, da gab es ein paar lustige Rätsel. Aber dann wiederum bei anderen. Da kam sie in Purpur. Da war ja immer eine Arena-Prüfung davor. Das war zum Teil richtig so Nonsens, ne? Wir setzen nicht alle ausschließlich Drachen-Pokémon ein. Mein Taktik ist es, Pokémon einsetzen, die stärker sind als Drachen-Pokémon. Ja, welche denn? Götter? Es gibt ja zurzeit fast nichts aus stärkeres als Drachen-Pokémon. Arndt! Erzähl mal, was ist stärker als ein Drachen-Pokémon? Ein Seepa. Ach so, ja, Seepa natürlich ist stärker als Drachen-Pokémon.
Und er holt jetzt gleich einen Eistyp hervor. Das wäre lustig, oder? Wird halt einfach aus Donnerblitz oder so lernt. Das gibt's ja wohl nicht. Seemon. Ja gut. Die haben es ja erst mit Pokémon X und Y halt geschafft, dass sie die Drachentyp so ein bisschen genervt haben, ne? Dass er halt nicht ganz so stark ist. Und das halt auch erst mit der 6. Generation haben sie erst gedacht, so, oh, ja, der Drachentyp ist schon ziemlich heftig, ne? Ich denke mal, da wäre es halt schon gut, wenn wir hier die Fee einbauen. Warum gerade eine Fee stärker ist als ein Drache, das erschließe ich mir nicht ganz, aber immerhin ist der Drachentyp nicht ganz so stark, ne? Du bist etwas Besonderes. Ja, danke. Aber pass auf, meine Pokémon werden noch mächtiger. Sowohl als Trainer, als auch als Pokémon-Team werden wir unschlagbar sein. Freut mich für dich. Der Felsen fiel hindurch. Ich muss nur auf die andere Seite nochmal da was betätigen. So. Und da haben wir den Pfad zu Sandra, glaube ich, so hieß sie, gebaut. Glaube ich. Nee, da nicht. Hier. Guten Tag. Die Chance gegen dich zu verlieren, nicht mal ein Prozent. Ist klar. Nicht mal 1% gewinne ich. Zu 99% gewinnt er. Ja, natürlich. Mit einem Dragonier. Okay, das hier ist ein rein rassiges Drachen-Pokémon. Wie schlägt hier mein Ampharos dagegen? Das ist die Sache, ne? Wir haben einen Donnerschlag. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich hätte paralysieren sollen als erstes, ne? Impegator. Das Ding ist, die ganzen Drachen-Pokémon, die meisten können ja auch eigentlich Elektroangriffe, ne? Das ist ja fürchterlich. Drachenwut ist gar nicht so schlimm. Wir setzen Blizzard ein. Wir sind auch schneller. Ja, okay, wir müssen wahrscheinlich noch einmal raus. Ich hoffe nur, dass wir die Steine nicht nochmal runterballern müssen. Das wäre es jetzt, ne? Hm, eigenartig. Wieso was denn? Ich kenne jetzt meine Schwachstellen. Danke für den Hinweis. Gern geschehen. Ich bin immer dafür da, um euch zu helfen. Das mache ich sehr gerne. Drachen sind heilige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Glaubst du? Rosi möchte kämpfen. Sie schickt ein Tratini in den Kampf. Einfach aus, ist auch paralysiert, oder? Ich bin so dumm. Wir hätten einen Versuch mit Donnerschlag irgendwie was zu machen. Oh, das, weißt du, selbst so Billo Drachtrini, weißt du, kann Drachenwut lernen, immer 40 Schaden machen. Versuch's aber trotzdem mal jetzt hier. Ach, sehr gut. Und ein Dragonier. Ich wechsle. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich mag halt auch nicht so gerne mitten im Kampf wechseln. Weil dann das gegnerische Pokémon immer einmal angreifen darf, mal gratis. Das ist halt nicht so geil. Blizzard. Oh nein! Ich hab vergessen, dass die Trefferrate jetzt auch nicht so dermaßen hoch ist. Und dadurch, dass es kein Step-Angriff ist, heißt es ja auch nicht, dass das tötet, ne? Auch wenn es sehr effektiv ist. Das ist kein 100%iger Tod. Es sei denn, Impagator ist halt mega gelevelt, aber der ist halt auch nicht so viel drüber. Großartig. Drachen sind schwach gegen Drachenattacken. Das freut mich. Ich glaube, zu dieser Gelegenheit hat man noch nicht einmal die Chance gehabt, einen Drachen-Pokémon irgendwie einzufangen. Ach ja, Top-Genesung war halt lieber.
erstmal. Ich habe genug Hypertränke. Erstmal voll machen. Dann ja noch mein Impi. Wieder ein Paraheiler. Ja. So, da hoffen wir mal, dass Sandra. Wir haben, wie viel AP haben wir noch? 4? Nicht du. Nein, nicht du. Du. Impagator. 4-mal Blizzard können wir einsetzen. Sollte reichen. Dafür gehe ich jetzt nicht nochmal zurück zum Pokémon Center. Wir haben hier 2 Klurak-Köpfe, wie es scheint. Ich bin Sandra. Ich bin der weltbeste Drachenmeister. Ich kann selbst den Top 4 der Pokémon-Liga widerstehen. Willst du noch immer gegen mich antreten? Gut, dann los. Ich als Trainer werde all mein Können gegen jeden Gegner einsetzen. Oh, Junge. Sandra fand ich schon immer cool. Ja, als Gegner fand ich die schon immer cool. 4 ganze Drachen-Pokémon hat sich. Das wird heftig. Das wird heftig. Und ich starte mit einem Dragonier. Level 37, ne? Das war eben schon heftig. Diesmal machen wir es anders. Wir setzen direkt eine Donnerwelle ein. Dies trifft. Sehr schön. Damit ist das Pokémon erstens nicht nur langsamer und zweitens kann es halt... Ja. Zertrümmerer, versuchen wir es mal. Wollen wir mal zertrümmern? Ich weiß nicht, Kampf gegen... Ich mache lieber Step-Move, ne? Macht wenigstens mehr Schaden. Auch wenn es nicht so viel Schaden ist, aber immerhin etwas. Und da ist hier eine Trainer, da ist eine Arena-Leiterin ist, wählt sie das natürlich dann auch. Ja, ihre Pokémon heilen. Sehr schön. Noch ein Dragonier. Nee, eigentlich nicht. Was ich aber möchte, ist einmal kurz die Para heilen. Damit das weg ist, weil Feuerodem kommt. Das ist keine Starkattacke, oder? Brennt halt, glaube ich, nach, oder? Irgendwie so war das doch. Donnerwelle. Ich muss halt so hantieren hier gerade. Und dann machen wir weiter mit Donnerschlag. Nochmal Feuer-Odem. Ich glaube, da gibt es eine große prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man hier Verbrennung erleidet. Eine höhere zumindest. Okay, sehr gut. Gut. Ich habe immer Respekt. Ich habe Respekt hier. Noch ein Dragonier, das gibt es ja doch nicht, oder? Meine Güte, wie langweilig. Was haben die Entwickler sich damals dabei gedacht? Ist halt eine ernsthafte Frage. Geben wir halt der 8. Arena-Leiterin von Johto halt 3-mal dasselbe Pokémon? Da fragt man sich halt wirklich, was die sich dabei dachten. Also ich hätte gerne garantiert den Pokémon hier. Den Trainern andere Pokémon geben. Vor allem der erste Falk. Vor allem der erste Falk, der hat ja nun. Was soll das? Das ist halt. Das geht halt nicht. Das ist eine Sache, die für mich gar nicht geht. Citra-King zum Beispiel. Das ist gut. Ja, ich wechsle das Pokémon damit. Weil Citra-King, das hätte ich auch gegeben. Als Pokémon. Das fehlt sich, ne? So. Sumpfgrün gegen Schlumpfblau, würde ich schon sagen, ne? Blizzard. Also wir sind nicht überlevelt, Leute. Wir sind nicht überlevelt. Weil ich level halt fast gar nicht. Und nach ein paar hundert Parts oder so, dass ich da ein bisschen level, könnt ihr verstehen, ne? Das gefällt mir gar nicht, was hier passiert. Blizzard trifft schon. Nee, dann wechsle ich auch. Dann lass es bleiben. X-Bad, zeig doch mal, was du kannst.
Machen wir nochmal hier, ja. Normal, Biss, Unlicht, Flugattacke. Wir fliegen mal, fliegen macht Schaden. Mal gucken, ob es genug Schaden macht, damit Sandra das Pokémon nicht heilt. Okay, Sandra sollte das Pokémon jetzt nicht heilen. Es ist nicht im roten Bereich. Ich hoffe es einfach mal. Nein, sie setzt doch Übertrag ein. Ach, ist das ärgerlich. Und das macht das komplett voll. Ja, Surfer. Wie doll tut das weh? Schon ordentlich, ne? Tut schon ordentlich weh. Vielleicht schreckt es ja zurück. Beißen wir es mal. Okay, ist zurückgeschreckt. Sternschau ist halt schwach, ne? Da ist Fliegen halt stärker. Okay, nochmal Surfer. Sie wird definitiv nochmal einen Hypertrank einsetzen, oder? Davon können wir alle ausgehen jetzt. Schwierig, schwierig. Nee, nicht? Oh mein Gott, Hyperstrahl. Nein! Musste das jetzt? Danke, X-Bad, für nichts. Wirklich. Du, Flor! Zerschneider. Kannst du nicht einmal noch einsetzen, das liegt doch auf, oder nicht? Tot, nein. Absorber. Das ist tot. Definitiv, Duflo ist weg. Duflo wird mich nicht mögen. Definitiv nicht. Ja gut, dann Mogelbaum kann man vergessen. Was ist paralysiert. Ja, also da, Sandras Liter kriegen das schon heftig. Vor allem ganz mit diesen ekligen Attacken, die halt deine Trefferquote senken. Aber das war's jetzt wirklich. Da wird das Seetra-King sogar so rot schon. Ich habe verloren. Ich kann es nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Nee. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich mag zwar verloren haben, aber du bist noch nicht für die Pokémon-Liga bereit. Du solltest Herausforderungen der Drachentrainer annehmen. Hier hinter dieser Arena befindet sich ein Ort namens Drachenhöhle. Geh hin und bring mir die Drachenzahn aus der tiefsten Höhle. Durch diesen Test erweist du dich als wahrer Drachentrainer. Bestehst du ihn, werde ich auch deinen Sieg akzeptieren. Erst dann sollst du den Orden erhalten. Das ist aber eigentlich schon Spielverderberei hier, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ja, das finde ich schon wieder nicht so geil. Meine Güte, so heulen kann sie, dass sie jetzt noch einen Drachenzahn holen soll. Machen wir gleich. Wir gehen erstmal zum Pokémon Center. Also ihre Attacke, die Trefferquote permanent senkt, ist halt schon fürchterlich. Vor allem die Eisattacken sind ja jetzt nicht nur dafür bekannt, dass sie halt so gut treffen. Vor allem nicht Blizzard. Oder Donner, ne? So, um mal bekannte Namen zu sagen. Das ist halt schon ein bisschen ätzend. Aber wir machen die Prüfung, komm. Die wäre nicht wir, wenn wir es nicht machen würden, nicht wahr? Die Suche ist ruhig mit Surfer einsetzen. Ja. Wir setzen Surfer ein, allerdings setze ich auch einen Superschutz ein. Ich habe ein paar Superschutz verkauft. Ich kaufe später welche neue nach. Ich wollte halt mit ein bisschen mit Startkapital reingehen. Beim Spiel in der Spielothek, ja, müsst ihr verstehen. Drachenhöhle voraus. Da ist aber nur ein alter Mann. Da, Sandra, die Drachenmeisterin. Es erlaubt hat, darfst du nun eintreten. Ja, er blockiert normalerweise den Pfad. Oh Gott, die Musik. Ja, ich weiß nicht, was die Prüfung hier ist, ne, aber... Ich glaube, man soll einfach nur in die Mitte schwimmen, oder? Oder hat man die Prüfung geschafft? Drachenschrein.
Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle gelebt haben sollen. Echt? Mehr ist hier nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwie rumschwimmen muss, oder? Oh ja, oh nein. Wirklich, die zwingen jetzt Whirlpool einzusetzen? Ja. Es tut mir leid. Starter-Mon. Ist halt leider wichtig. Okay. Impi. Imperator wird zum VM-Sklaven. Wer hätte das je gedacht? Weg mit Aquaknarre. Immerhin ist es besser als Aquaknarre. Und immerhin diese Attacken immer noch Stab. Also ist es halt nicht ganz so schlimm. Ein Strudel ist weg. Im Weg. Möchtest du Whirlpool einsetzen? Ja. Imperator setzt Whirlpool ein. Geil, ne? Einfach so ein Rotblocker da eingebaut. Für nichts. Wo ist denn der Drachenzahn jetzt hier? Cool. Da bist du ja, Sandra. Hallo. Okay, ich würde deine Stärke in diesen Orden. Nun dann können wir deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Ich möchte dir noch diese TM geben. Nico hält TM24. Rauchball? Nee, Feuerodem. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Nicht! Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Du hast also alle Orden gesammelt. Dein Ziel ist die Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau. Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier nach Dugnoi-Nurburgia. Sollst ins Hörfall und begib dich nach Osten. Diese Route ist sehr hart. Wage es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren, ja? Wenn du nicht verlierst... Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Ja, vielen Dank. Das ist halt auch so ein sinnbefreit, so ein bisschen hier alles, ne? Muss ich halt auch ehrlich sagen. Die wollte halt nur sicher gehen, dass wir irgendein Pokémon Whirlpool beibringen. Schutz wirkt nicht mehr. Und ich werde hier garantiert nicht gegen wilde Tratinis kämpfen. Weil ein Dragoran darf ich sowieso nicht mehr im Team nehmen. Haben wir im Pokémon Blau gehabt. Gut, dann raus hier. Ah. Hallo Miku, ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Bis später. Was will denn Lind? Was will der Lind denn schon wieder? Expert, spreize deine vier Flügel. Wir fliegen nach Neuburgia. Aber bevor wir Professor Lind einen Besuch abstatten, gehen wir nochmal nach Hause. Trinken einen Tee. Nein, bevor wir einen Tee trinken, helfen wir erstmal bei meiner Mutter beim Kochen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Haut rein und tschüss.